Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid zu diesem Sonntagsvideo. Ich hoffe, ihr hattet erstmal ein wunderschönes Wochenende bis hierhin und habt auch noch einen schönen Sonntag. Heute gibt es ein Video, was es bei mir vorher so noch nicht gab, was ich aber auch schon bei anderen YouTubern gesehen habe. Und zwar ist es dieses Zeig mir ein Buch, das Video. Also zeig mir ein Buch, das dich zum Weinen gebracht hat, das du behalten würdest, wenn du nur noch ein Buch behalten würdest und so weiter. Ich habe euch dafür auf Instagram gefragt, was ihr gerne sehen wollt. Also ich habe euch gesagt, zeigt mir ein Buch, das, und dann solltet ihr den Satz eben vervollständigen. Und es haben super viele von euch gemacht, also dafür nochmal ein herzliches Dankeschön. Ich war echt ein bisschen überfordert, weil ich die ganzen Sachen gesehen habe. Ich könnte davon wahrscheinlich 10 Videos drehen oder mehr. Deswegen, ich habe mir jetzt, glaube ich, so 13 Kategorien oder so rausgesucht, habe hier so einen kleinen Bücherstapel neben mir, passend zu den Kategorien, und werde euch die Bücher dann vorstellen, ein bisschen was dazu sagen, inwiefern das zu der Kategorie passt. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr eins der Bücher, die ich gleich vorstellen werde, kennt und ob ihr sie auch gelesen habt und wie sie euch gefallen haben und so weiter und so fort. Und wir starten direkt. Und zwar ist die erste Kategorie, die ich mir rausgeschrieben habe, zeige mir ein Buch, das du auf einmal durchgelesen hast, also in einem Rutsch durchgelesen hast. Und ihr wisst ja, das mache ich bei ganz, ganz vielen Büchern. Sie müssen mich nur catchen, dann lese ich sie in einem Rutsch durch, weil, keine Ahnung, bei mir ist es dann wie eine Sucht. Ich fange an und ich muss das Buch dann einfach beenden. Aber ein Buch ist mir da sofort in den Kopf gekommen, was ich vor kurzem erst gelesen habe, also Anfang des Jahres. Und was mich so richtig catchen konnte vom Anfang und bis zum Ende und mich gar nicht mehr losgelassen hat, und zwar ist das dieses Buch hier, das kennen bestimmt auch viele von euch, und zwar ist es The Seven Husbands of Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid. Und das hat mich echt von der ersten Seite an total fesseln können, und ich weiß noch, wie ich es eigentlich relativ ohne Erwartungen angefangen habe, weil ich konnte mir unter dem Titel nicht so richtig was vorstellen. Klar, ich hatte den Klappentext dann mal gelesen, aber auch schon wieder vergessen gehabt zu dem Zeitpunkt, wo ich es gelesen habe. Und ich lag dann also im Bett. Ich dachte mir so, okay, welches Buch liest du als nächstes? Dann habe ich mir das rausgesucht und habe dann angefangen. Wie gesagt, eigentlich nicht viel erwartet, weil es war ja auch total im Hype, das Buch. Und dann bin ich ja immer eh ein bisschen skeptisch und denke mir so, okay, wenn es so viele Leute gefeiert haben, keine Ahnung, dann werde ich es eh wieder nicht feiern. Total schwachsinnig eigentlich, aber ich denke mir dann immer so, wenn es alle lesen, will ich es nicht lesen. Deswegen habe ich damit ja auch total lange gewartet, bis ich es dann gelesen habe. Und dann habe ich es angefangen und es hat mich direkt so gecatcht, weil es war so interessant gemacht. Und es war einfach cool, weil die Protagonistin, also es ist ja aus einer Interviewperspektive geschrieben, also man hat die Protagonistin, die Reporterin ist und die dann eben Evelyn Hugo interviewt, und sie ist eben ja schon relativ alt und blickt auf ihr Leben zurück, und es ist ein Exklusivinterview, sie hat noch nie so über ihr Leben geredet und sie packt sozusagen alle Geheimnisse, alle Mysterien ihres Lebens aus, und es ist so interessant gewesen, wirklich, also es gab keine einzige Stelle, wo ich mich irgendwie gelangweilt hätte. Es kam wirklich immer ein Plot-Twist nach dem nächsten, ein interessantes Event nach dem nächsten. Es war wirklich super, super cool und super gut geschrieben, auch auf Englisch, sehr, sehr leicht zu verstehen. Aber ich weiß, es ist jetzt auch auf Deutsch erschienen, also wenn ihr es nicht auf Englisch lesen wollt, das Deutsche, die deutsche Ausgabe gibt es auch. Es ist wirklich ein super, super empfehlenswertes Buch, und ich bin, glaube ich, da auch bis 3 oder 4 Uhr in der Nacht wach geblieben. Das ist für mich ja eher unüblich. Ich habe ja den Schlafrhythmus einer älteren Dame. Ich gehe ja immer sehr früh ins Bett und stehe sehr früh auf. Aber das hier hat meinen Schlafrhythmus ein bisschen zerstört, und das ist jetzt schon mal für ein Buch auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass es mich so gecatcht hat, dass ich es echt nicht aus der Hand legen wollte, weil, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr seid zwar müde, aber ihr wollt weiterlesen, ihr wollt es einfach nicht weglesen, und das hatte ich einfach hier total, deswegen absolute Leseempfehlung, das habe ich auf jeden Fall in einem Rutsch durchgelesen. So, weiter geht's mit der Kategorie, ein Buch, das schon ewig auf deinem Sub liegt, also auf deinem Stapel ungelesener Bücher. Und da ist mir leider auch sofort ein Buch eingefallen. Es ist echt peinlich, weil ich dieses Buch halt auch schon so häufig auf Instagram gezeigt habe und gesagt habe, dieses Jahr lese ich es. Weil ich habe den ersten und zweiten Teil wirklich unfassbar geliebt und habe mir den dritten Teil dann direkt bei erscheinen. Ich glaube, ich habe ihn mir sogar damals vorbestellt, gekauft. Und ich spreche von diesem Buch hier, A Court of Wings and Ruin. Der dritte Teil, der das Reich der Sieben Höfe, so heißt es auf Deutsch, genau. Das ist auf jeden Fall der dritte Teil, und es gibt ja auch noch weitere Teile, die erschienen sind. Und das Buch ist ja auch, die ganze Reihe ist super im Hype. Eigentlich alle Bücher von Sarah J. Maas sind so im Hype.
bei Throne of Glass habe ich ja auch irgendwann nicht mehr weitergelesen. Und das ist so peinlich, weil ich habe die Folgebände ja immer zu Hause. Also ich habe den dritten Teil ja hier. Ich habe ihn ja auch schon seit einer Ewigkeit hier. Und trotzdem habe ich nicht weitergelesen. Und immer wieder sage ich, jedes Jahr eigentlich aufs Neue, sage ich, yo, dieses Jahr wird das Jahr, wo ich diese Reihe endlich mal weiterlese. Das Ding ist natürlich, ich muss jetzt auch erstmal eins, also Band 1 und 2 wieder rereaden, weil ich bin so raus. Also ich habe das Buch. Wann ist es erschienen? Ihr könnt es nachschauen. So lange liegt es auf jeden Fall auf meinem Sub. Also bestimmt schon 3 Jahre. Und das ist so eine lange Zeit. Und natürlich weiß ich noch, was in Band 1 und 2 ungefähr passiert ist. Dadurch, dass man ja auch gefühlt jeden Tag damit auf Instagram konfrontiert wird. Aber die Details weiß ich einfach nicht mehr. Und deswegen muss ich erstmal die Reihe nochmal rereaden. Und dafür muss man auch erstmal Zeit haben. Denn die Bücher sind ja jetzt nicht gerade dünn. Das hier, finde ich, sieht total dünn aus. Ja, und dann erstmal schaut man sich das Format dieses Buches an. Das ist größer als mein Kopf. Das Buch ist wirklich unfassbar groß. Also, das ist mit dem zweiten Teil, den ich auch auf Englisch habe, sind die größten Bücher, die ich in meinem Bücherregal stehen habe. Und das Buch hat halt fast 700 Seiten. Und das ist einfach schon ein bisschen. Und ich weiß, ich studiere Englisch und ich verstehe Englisch auch perfectly fine, aber das ist High Fantasy und manche Sachen finde ich dann einfach so schwierig und da muss man auch erstmal wieder reinkommen. Wenn man einmal drin ist, dann ist es kein Problem. Man muss erstmal durch die ersten 10 Seiten und dann ist man drin. Also es ist eigentlich gar kein Problem. Aber diese Überwindung und dann 700 Seiten und ich mir so denke, das ist dann wahrscheinlich das einzige Buch, was ich in einem ganzen Monat lese. Und dann denke ich mir so, ach nee, nee. Und ich muss ja auch erstmal die ersten beiden Teile rereaden und dann mache ich es einfach nicht. Und ich weiß, dass alle diese Reihe feiern und ich fand den ersten und zweiten Teil auch so großartig, den zweiten Teil sogar noch besser als den ersten. Aber ja, es liegt wirklich seit einer Ewigkeit auf meinem Sub und ich kann es mittlerweile echt nicht mehr rechtfertigen und ich muss es wirklich mal lesen. Aber ich weiß wirklich nicht, wann ich die Zeit dazu finde. Vielleicht dieses Jahr noch. Vielleicht, wenn ich meine Bachelorarbeit abgegeben habe und alle meine Hausarbeiten und das Semester eigentlich dann für mich vorbei ist, dann sollte ich eigentlich die Zeit haben, weil ich dann außer Arbeiten nichts zu tun habe. Also sind wir mal optimistisch, dass es eventuell dieses Jahr was wird. Aber da ich das ja schon so oft gesagt habe, vertraut mir da nicht. Also vielleicht wird es auch nichts. Aber mal schauen. Ich würde es eigentlich wirklich sehr, sehr gerne weiterlesen, weil ich auch die weiteren Teile gerne mal lesen würde. Weiter geht's mit der Kategorie, zeige ein Buch, das an einem Ort spielt, an den du gerne mal reisen würdest. Und ja, ich habe mir da jetzt reale Orte rausgesucht. Also ich würde natürlich super gerne auch mal eine Fantasy-Welt reisen. Da fällt mir sofort die Reihe von Bridget Camara ein, also die Cursebreaker-Reihe. Und das Universum würde ich ja total gerne mal reisen. Das ist ja auch ein Paralleluniversum. Das wäre super, super cool. Aber ich habe mir jetzt einen realen Ort ausgesucht. Und zwar wisst ihr, dass ich mein Auslandssemester an der, ich war ja nicht direkt an der Ostküste von North Carolina, aber ich war in North Carolina, also damit Richtung Ostküste. Ja, und ich würde unheimlich gerne mal an die Westküste in Amerika. Das habe ich in meinem Auslandssemester nicht geschafft, weil es erstens super teuer war und das Auslandssemester war alleine schon super teuer. Und dann dachte ich mir, ich warte auf jeden Fall damit, bis ich ja, die finanziellen Mittel dafür überhaupt habe. Und ja, dieses Buch hier, The Love Hypothesis, spielt in San Francisco an der Stanford University. Und deswegen dachte ich mir, ja, perfect example für Westküste, weil nach San Francisco würde ich auch gerne mal. Und ja, deswegen habe ich das rausgesucht. Das habe ich nämlich auch jetzt erst gelesen. Deswegen kam mir das sofort in den Kopf, weil es gibt bestimmt auch noch ganz, ganz viele andere Bücher, die an der amerikanischen Westküste spielen. Aber es ist mir echt nichts eingefallen. Ich habe so überlegt und überlegt und dachte mir so, weil meistens verbinde ich ja nicht die Orte mit den Büchern, also an die Orte, an denen das Buch spielt, sondern die Handlung. Und das kann eigentlich an jedem beliebigen Ort sein für mich. Deswegen, ja, ist mir leider nichts eingefallen, aber ich wusste, weil ich es ja erst gelesen habe, dass das in San Francisco spielt. Und ja, da würde ich auf jeden Fall auch mega gerne mal hin. Und das Buch fand ich übrigens auch sehr, sehr gut. Das werde ich euch in meinem Lesemonat genauer vorstellen. Kleiner Teaser. Das ist ja auch so ein Buch, was mega im Hype war und mich auch sehr überzeugen konnte. Kommen wir zu der Kategorie, zeige mir ein Buch, was du behalten würdest, wenn du nur noch ein Buch behalten würdest. Und da, klar, fällt meine Wahl irgendwie auf mein Lieblingsbuch, weil
Wie soll das auch anders sein? Das Buch habe ich eh schon tausendmal gelesen und ich kann mir auch vorstellen, es nochmal tausendmal zu lesen. Deswegen, ja, ist es Eleanor Park. Ich denke, das wird jetzt niemanden verwundern, außer vielleicht neue Zuschauer, weil ich es tatsächlich seit einer ganzen Weile nicht mehr gezeigt habe. Ist mir mal so aufgefallen. Ich glaube, das letzte Mal habe ich es in die Kamera gehalten vor einem Jahr. Ich weiß nicht mehr genau. Und in der Zeit sind ja doch ein paar Leute dazugekommen. Also, falls ihr es noch nicht wusstet, mein Lieblingsbuch ist übrigens Eleanor Park. Und auch schon seit einer super, super langen Zeit. Bei mir ist es wirklich so, wenn ich mich einmal auf ein Lieblingsbuch gesettelt habe, dann ist es auch wirklich lange mein Lieblingsbuch. Ich lese es aber dann auch immer wieder, um auch zu schauen, ob es wirklich noch mein Lieblingsbuch ist. Also, ob es wirklich noch die gleichen Gefühle in mir hervorruft. Und das lese ich eigentlich, ja. Schon eigentlich so jedes Jahr rereade ich es einmal. Ich habe es auch in verschiedenen Editionen. Das ist hier jetzt so eine Collector's Edition, die ja hat, wenn ich das euch zeigen kann, hier so. Die hat so nice Bilder da drin. Das sieht so, so schön aus. Also so ein bisschen Graphic Art. Und ja, also ich habe schon so oft was zu dem Buch gesagt. Ich liebe es einfach, weil es ein bisschen unkonventionell ist. Die Charaktere sind so sympathisch und es ist einfach nicht so. Klar, es ist immer noch eine Love Story und es ist auch irgendwo. Aber es ist nicht ganz typisch typisch. Also wir haben nicht die schüchterne Protagonistin, die eigentlichen, also erstmal ein hässliches Entlein ist, aber dann zum blühenden Schwan wird, nur weil man, ihr kennt ja diese typischen Teenie-Filme, die haben dann eine Brille auf und eine Zahnspange und dann müssen sie zum Kieferorthopäden, die Zahnspange kommt raus, die Brille kommt weg und plötzlich, wow, sind sie so, so wunderschön und sie waren immer so wunderschön und es musste nur entdeckt werden und was auch immer von dem super beliebten männlichen Protagonisten. Und das haben wir hier halt nicht. Die beiden sind Außenseiter auf der Schule aus verschiedenen Gründen und bilden eine Allianz, obwohl Park am Anfang auch gar nichts mit Eleanor zu tun haben will, denn er ist ja auch eher so Außenseiter, er möchte auch gerne unsichtbar bleiben und sie ist mit ihren roten Haaren und ihren wilden Klamotten einfach nicht unsichtbar und deswegen möchte er eigentlich Abstand zu ihr halten, aber er verteidigt sie dann im Bus und das ist dann so die Szene, die die beiden ja so ein bisschen zusammenschweißt und von da an ja, verbringen die beiden auch immer mehr Zeit miteinander und es ist so, so schön und so süß gemacht und keine Ahnung, wenn ich mir so. Das heißt, perfekte Liebesgeschichte ist es ja nicht. Es gibt ja nicht die perfekte Liebesgeschichte, aber ich mag einfach, dass das Buch Ecken und Kanten hat. Es ist einfach nicht perfekt, aber es ist so, wie man sich eine Liebesgeschichte im Real Life vorstellen würde. Wisst ihr, was ich meine? Also es geht vieles schief und so weiter und so fort, aber es ist kein künstlich konstruiertes Drama, was ich ja bei manchen Liebesromanen immer super nervig finde, wenn, keine Ahnung, es läuft alles gut. Es läuft alles gut im Liebesroman bis Seite, keine Ahnung, 300 und das Buch hat 350 Seiten und ihr wisst schon die ganze Zeit, ihr wisst es. Es muss jetzt irgendwas passieren, weil es ist immer so. Es muss immer diesen einen Turning Point geben, wo es ein Missverständnis gibt, also aka künstlich konstruiertes Drama. Und dann haben sie ihre Happy Reunion und dann hat man nochmal dieses eine Kapitel am Ende, 6 Monate später oder ein Jahr später und sie sind die perfekte Happy Family und dieses künstlich konstruierte Drama ist irgendein Missverständnis, irgendeine Nachricht, die auf dem Handy angekommen ist von einer Frau oder einem Mann, die ja falsch zu verstehen ist und wo die Person dann anstatt das Gespräch zu suchen einfach direkt abhaut. Also so ganz wilde Sachen sind dann ja immer da drin und das ist hier halt nicht. Also hier, da kann man die Konflikte nachvollziehen, sie sind ja, realweltlich und einfach nicht konstruiert. Also deswegen, wie gesagt, ich mag das Buch sehr, sehr gerne. Habe ich auch schon 1100 Mal gesagt und habe ich jetzt nochmal gesagt. Und ja, kann ich nur empfehlen. Weil dann geht es mit einem Buch, was ich richtig gut finde, aber sonst eigentlich keiner kennt. Da könnte ich eigentlich alle Bücher der Autoren rausholen, weil die irgendwie niemand liest. Ich weiß nicht, ob das im amerikanischen oder englischen Booktube anders aussieht, aber bei Booktube Deutschland habe ich die Bücher echt selten gesehen. Das Ding ist auch, sie wurden auch nicht mehr ins Deutsche übersetzt von der Autorin. Ich denke mal, sie sind auch nicht gut angekommen und deswegen, ja, wurde dieser Übersetzungsvertrag gekündigt. Ich rede aber von Alex Flynn und das ist jetzt noch ein deutsches Buch, also Magical wurde noch übersetzt, also Beastly, das kennen bestimmt auch viele von euch, das wurde ja auch verfilmt.
Also Beastly, Kissed und Magical wurden übersetzt und ich weiß nicht, ob mittlerweile noch irgendwas übersetzt worden ist. Also ich habe alle Bücher, die von ihr noch erschienen sind, dann auf Englisch gelesen, habe die englischen Editionen auch alle hier, aber ich dachte mir, ich hole jetzt repräsentativ mal das hier raus, weil das nämlich lange Zeit mein absolutes Lieblingsbuch war und dann wurde es irgendwann von Eleanor und Park abgelöst. Das habe ich auch jedes Jahr rereadet. Ihr kennt mich ja, meine Lieblingsbücher müssen jedes Jahr gereadet werden. Ich bin ein super großer Fan von Märchenadaptionen und Alex Flynn schreibt nur Märchenadaptionen. Ich glaube, so ein paar Thriller, die habe ich aber noch nie von ihr gelesen, weil ich mich eigentlich nur für die Märchenadaption interessiere. Ich mag einfach Märchen allgemein und ich mag das dann vor allem, wenn das halt in die aktuelle Welt übertragen wird und die aktuelle Welt dann so einen Märchencharakter bekommt. Das finde ich irgendwie total cool. Natürlich, also es gibt immer Kendra. Kendra ist eine Hexe und Kendra ist natürlich übernatürlich. Also ist es nicht ganz so, dass es jetzt nur in unserer Welt spielt, ohne irgendwie Magie oder sowas. Also das ist schon ein Element, was da auch eine Rolle spielt. Aber trotzdem, das hier ist Cinderella. Ich denke, man sieht es auch an dem Schuh. Und wir bekommen hier die Perspektive von der bösen Stiefschwester, also nicht die Perspektive von Cinderella. Und man bekommt auch nochmal so einen ganz anderen Blick auf die Geschichte. Und es ist super, super cool gemacht, super interessant. Es sind sehr junge Protagonistinnen. Also ich glaube, als es anfängt, sind die beiden so 13 oder 14 und werden auch nicht viel älter. Ich glaube 16. Irgendwie so, auf jeden Fall sehr, sehr jung. Und als ich es das erste Mal gelesen habe, war ich auch so jung. Und deswegen konnte ich mich da super mit identifizieren und fand es einfach so, so toll. Und auch diesen Perspektivenwechsel, dann noch Märchenadaption. Mittlerweile muss ich sagen, keine Ahnung, man ist noch ein bisschen rausgewachsen. Ich liebe das Buch immer noch. Auch vor allem, weil ich es halt mit all diesen Gefühlen verbinde, die ich hatte, als ich es das erste Mal gelesen habe, als ich es das zweite, dritte, vierte, fünfte Mal gelesen habe. Ich habe es wirklich oft gelesen. Es fällt auch fast auseinander. Und ja, deswegen mag ich es immer noch gerne. Ich bekomme auch gerade richtig Lust, es zu rereaden, weil ich es wirklich seit, ich glaube, 3 Jahren nicht mehr gelesen habe. Oder so schon eine lange Zeit. Und ich würde es, glaube ich, schon mal wieder gerne nochmal lesen. Und ich muss auch mal schauen, welche noch von Alex Flynn erschienen sind, weil ich das so ein bisschen aus dem Auge verloren habe. Aber ja, Alex Flynn ist auf jeden Fall eine Autorin, die man hier, glaube ich, nicht so gut kennt. Es sei denn halt von Beastly, aber ihre weiteren Bücher eigentlich nicht. Und ja, deswegen dachte ich mir, passt es auf jeden Fall perfekt in die Kategorie. Weiter geht's mit einem Buch, das du wegen des Covers gekauft hast. Und da kann ich euch gefühlt mein ganzes Bücherregal zeigen, also meine ganzen Bücherregale. Weil ihr wisst ja, ich bin ein absoluter Coverkäufer, ich bin kein Klappentextkäufer. Ich kaufe eigentlich immer wegen des Covers. Ich weiß, total dumm, aber meistens gucke ich mir erst das Cover an, dann lese ich den Klappentext. Aber ne, so ist es ja halt einfach. Das Cover ist ja das, was man als erstes sieht. Und hier zum Beispiel auch. Ich liebe einfach Goldapplikationen und ich liebe. Ich weiß nicht, es gibt so oft bei Covern. Ich liebe es, wenn es Nacht ist. Es ist dunkelblau. Wir haben das Pärchen in der Mitte, was irgendwie gold angestrahlt ist. Und dann haben wir goldene Elemente. Das ist hier alles erfüllt. Ich habe auch noch weitere Bücher, die sehen genau so aus. Und die habe ich alle gekauft. Und zwar nur, weil sie genau so aussehen. Also ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich finde es einfach so wunderschön. Das sind einfach, normalerweise sind das, ich weiß dann immer, das sind wahrscheinlich Geschichten, die mich nicht so ansprechen werden, weil älter getargetetes Publikum, mittlerweile ja da nicht mehr so ganz, aber ne, und meistens halt einfach eine relativ innovativ, nicht innovativ, aber uninnovativ, heißt es uninnovativ, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall nicht innovative Love Story. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie mir das hier gefallen hat. Ich glaube, es hat mir ganz gut gefallen. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht mehr. Also wahrscheinlich könnte ich es jetzt auch nochmal lesen und ich würde mich an nichts erinnern. Also habe ich es gelesen? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ich das schon mal vorgestellt habe. Aber ich glaube, ich habe es gelesen. Fakt ist, ich finde das Cover wunderschön und habe es auch nur deswegen gekauft. Und der Inhalt muss relativ nichtssagend gewesen sein, weil ich nämlich ja, mich an nichts erinnern kann. Ich kann euch mal kurz die ersten Sätze vom Klappentext vorlesen. Macy führt ein Leben, in dem sie keine großen Gefühle riskieren muss. Sie ist mit einem netten Mann zusammen, den sie heiraten wird und versinkt in ihrer Arbeit als Kinderärztin. Dann läuft ihr Elliot über den Weg, der ihre erste Liebe war. Schon bald bekommt Macys sorgsam errichtete Fassade Risse. Denn eins bedeutete Elliot ihr die. Ah, doch, doch, das habe ich gelesen. Das habe ich gelesen. Das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Okay. Das hat mir, glaube ich, gut gefallen, oder? Das weiß ich natürlich nicht mehr. Aber ich meine, es hat mir gut gefallen. Ich meine, ich hatte sogar in dem Video gesagt, dass ich überrascht war, weil ich nicht so viel erwartet hatte. Ich meine, ich kenne Christina Lauren als Autorin und mag ihre Bücher eigentlich ganz gerne. Aber sie sind, wie gesagt, nicht besonders innovativ. Aber ja, das habe ich wegen des Covers gekauft, so wie super viele andere Bücher auch, die ich besitze.
Die nächste Kategorie passt zu der letzten und zwar zeige das Buch mit dem schönsten Cover in deinem Regal. Und ich habe wirklich, wirklich viele schöne Bücher, aber ich habe nur ein Buch, was ich ja, so im Regal stehen habe und nicht so. Und zwar dieses hier, weil ich es so wunderschön finde. Das habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt, einfach nur, weil ich das Cover so toll finde. Also ich zeige es euch mal in so einer ganzen Pracht. Es ist eine sehr wunderschöne kleine Hardcover-Ausgabe. Also hier seht ihr auch, es ist so groß wie mein Kopf ungefähr. Also es ist wirklich sehr klein. Und es hat einfach dieses wunderschön gemalte hier. Also das ist ja ein Retelling von The Little Mermaid. Und hier haben wir halt The Little Mermaid. Und ihre Haare gehen halt so an der Seite so hoch. Und dann sind da Fische drin, ein Spiegel. Und es sieht so schön aus. Also ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr dieses Cover nicht wunderschön findet. Auf jeden Fall steht es so in meinem Regal, damit es auch jeder betrachten kann, weil es so wunderschön ist. Vor allem ich. Und ja, ich mochte das Buch auch sehr gerne. Also ich habe euch ja Louise O'Neill, die Autorin, auch schon öfter mal vorgestellt. Ich habe ja auch The Surface Breaks habe ich gerade in der Hand, ja, genau. Only Ever Yours zum Beispiel habe ich auch von ihr gelesen und Asking for It, das zeige ich euch auch gleich noch. Ich mag die Autorin wirklich sehr, sehr gerne. Sie schreibt sehr kritische und sehr schockierende Bücher auf jeden Fall. Dazu kommt, wie gesagt, gleich noch was. Und ja, das fand ich auch sehr gut. Es war ein sehr interessantes Retelling von The Little Mermaid, was ich so tatsächlich noch nie gesehen habe. Es steht auch hinten drauf, dass es ein feministisches Retelling von The Little Mermaid ist. Und es ist wirklich super interessant gemacht. Also es sieht nicht nur schön von außen aus, sondern es ist auch wirklich ein richtig gutes Buch. Es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass ich es gelesen habe. Also ich habe auch so 2, 3 Jahre, dass ich es gelesen habe. Aber ich weiß noch, ich habe mich sofort in das Cover verliebt und musste es unbedingt haben und habe es mir dann auch bestellt. Und dann kam es an und ich war nochmal geflasht da von dem Cover. Und ich liebe das Buch einfach, weil es so wunderschön aussieht. Und ja, ich könnte es auf jeden Fall stundenlang anschauen. Weiter geht's mit einem Buch, das zur Kategorie passt, ein Buch, das mich zum Weinen gebracht hat. Und auch das Buch habe ich euch schon x 10.000 Mal gezeigt. Und es ist It Ends With Us. Das gehört ja auch zu meinen absoluten Lieblingsbüchern. Und das hat mich auch so zum Flennen gebracht. Auch das habe ich, glaube ich, schon 4, 5 Mal gelesen. Und ich muss jedes Mal aufs Neue heulen. Ich weiß auch nicht. Es ist wirklich ein super emotionales Buch, eine super emotionale Story. Und ich glaube, die meisten von euch wissen auch, worum es da geht, weil das Buch ist ja gerade im absoluten TikTok-Hype. Ich weiß nicht, wieso. Könnt ihr mich vielleicht darüber aufklären, warum es jetzt einen TikTok-Hype hat, weil das Buch ist ja schon uralt. Also ich weiß, dass ich es vor wie vielen Jahren habe ich das erste Mal gelesen. Ich habe es halt gelesen, als es rausgekommen ist. Ist das jetzt 6, 7 Jahre her? Also es ist wirklich jetzt nicht das aktuellste Buch. Deswegen war ich total irritiert, als ich es dann bei so ein paar TikTok-Influencerinnen, ey, wir kennen sie ja alle, gesehen habe und mir so dachte, okay, warum lesen die das jetzt? Warum ist das jetzt so im Hype? Das Buch ist doch schon uralt. Ja, habe mich ein bisschen verwundert auf jeden Fall. Aber wir Bookstagrammer, Bookfluencer, Bookliebhaber, was auch immer. Wir kennen das Buch ja schon seit Jahren und wissen schon seit Jahren, dass es super ist. Und ja, deswegen, also da muss ich auf jeden Fall Rotz und Wasser heulen. Für alle, die es gelesen haben, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch weinen musstet. Ich denke schon, weil es ist ja schon eine sehr emotionale Geschichte. Ich werde zu dem Inhalt, wie gesagt, jetzt nichts sagen, weil ich glaube, die meisten von euch kennen es. Und wenn nicht, ist es von Colleen Hoover. Müsst ihr da noch lange überlegen? Ich denke nicht. Es wird ein super gutes Buch sein. Also wenn ihr noch mit euch hadert, dann legt es euch auf jeden Fall zu. Es ist ein super emotionales und super gutes Buch. Da ich irgendwie so viel geredet habe, ist das Video schon wieder ultra lang. Es tut mir leid. Aber ich versuche mich jetzt ein bisschen kürzer zu fassen und vielleicht lassen wir ein, zwei Kategorien raus, damit das Buch vor allem, das Video nicht 5000 Minuten lang ist. Aber die nächste Kategorie, da konnte ich mich nicht auf ein Buch einigen, weil ich habe nämlich gerade durch mein Bücherregal noch geschaut und dann ist mir zu der Kategorie noch eins eingefallen. Es war ein Buch, das mich schockiert hat und mich haben viele Bücher in meinem Leben schockiert dafür. Lese ich ja auch irgendwo, um schockiert zu werden, um Perspektivenwechsel zu kriegen. Und das geht nun mal häufig auch mit Schock einher. Natürlich jetzt nicht im 0815 Liebesroman, da werde ich jetzt meistens nicht schockiert. Es sei denn, die Story hat irgendeinen ganz krassen Twist dann schon. Aber ich meine, weil nämlich das eine hier ist auch ein klassischer Liebesroman. Und zwar ist das Wenn Donner und Licht sich berühren von Brittany C. Sherry. Und das Buch ist echt nicht ohne. Also wirklich, wirklich schockierend. Oh, da fällt mir ein Buch, was mich noch schockiert hat, ist auf jeden Fall auch Flawed von Cecilia Ahern. Das habe ich euch aber auch schon so oft gezeigt. Also da solltet ihr eigentlich wissen, dass es mich schockiert hat. Nein, Spaß. Aber das hat mich auch schockiert. Ich werde es jetzt nicht rausholen. Aber ja, Flawed von Cecilia Ahern hat mich auch sehr schockiert. Aber wieder zurück zu dem Buch. Und zwar, das Buch hat mich so krass schockiert. Ich will euch da nicht spoilern und vor allem will ich auch
nicht unbedingt den Inhalt ausführen in der Hinsicht, was mich da alles so schockiert hat, weil ja, es ist schon sehr, sehr heavy und sehr, sehr krass. Also ich habe, glaube ich, noch nie so früh bei einem Buch weinen müssen und es weglegen müssen. Also mir passiert es sowieso selten, dass ich ein Buch wirklich weglegen muss, weil es irgendwie zu krass ist. Aber das Buch hat es echt geschafft, dass ich es weglegen musste. Ich habe da, ich weiß nicht, irgendwie nach 70 Seiten oder so kommt eine sehr krasse Stelle. Und bei mir ist auch alles, was so mit Tieren zu tun hat, ein sehr sensibles Thema. Also ich weiß nicht, ich finde das immer so schlimm, weil Tiere sich überhaupt nicht wehren können. Und wenn Menschen dann diese Tiere verletzen und so eine Szene ist hier halt drin. Und das hat mich so krass schockiert und es ging dann noch weiter, ja, dass eben ein Mensch da auch noch mit reingezogen wurde und so gedemütigt worden ist und es war einfach so schrecklich und so, ach, es war auf jeden Fall eine ganz schlimme Szene und es zieht sich auch weiter durch das Buch durch. Also das Buch ist durchgängig schockierend. Ihr merkt ja schon, mir fehlen so richtig die Worte, da noch was zu sagen, weil ich möchte da jetzt auch nicht zu viel verraten, aber auf jeden Fall, ja, musste ich es weglegen und habe da auch sehr geflennt und auch meine Mama hat es gelesen und meinte auch, es war einfach zu krass. Sie musste es auch weglegen und ja, also da sollte man auf jeden Fall vorbereitet sein. Das Buch ist keine leichte Lektüre, auch wenn es so aussieht. Brittany C. Cherry ist ja sowieso dafür bekannt, dass sie sehr, sehr, sehr emotionale Liebesromane schreibt und das war mehr als emotional. Das war krass schockierend. Also ja. Für die Leute, die es gelesen haben, wissen vielleicht, was ich meine. Und ein anderes Buch, was mir beim Stöbern durch mein Regal eben in die Hände gefallen ist und was definitiv mehr als schockierend war, ist Asking for It. Das gibt's auch auf Deutsch. Ich weiß nur gerade nicht, wie es heißt. Es ist auf jeden Fall auch von Louise O'Neill. Also es ist von der gleichen Autorin wie The Surface Breaks. Also mein schönstes Cover im Regal. Das ist definitiv eins meiner hässlichsten Cover im Regal. Also ich finde das Buch wirklich optisch überhaupt nicht schön. Also ich weiß auch nicht. Nee, ich weiß auch nicht, was sich dabei gedacht worden ist. Also klar, es ist ja auch eine sehr emotionale, sehr, sehr krasse Story. Es geht um sehr sensible Themen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon sa sagen darf, weil auf YouTube wird man ja schnell demonetarisiert, wenn man gewisse ja, Themen anspricht. Deswegen, ja, weiß ich das nicht. Aber das Buch ist auf jeden Fall mehr als heavy. Und ich denke auch, viele von euch wissen, worum es hier geht. Es heißt, glaube ich, auf Deutsch, du wolltest es doch auch. Also ich denke, ihr könnt euch denken, was auch Asking for It suggested für ein Topic. Und genau darum geht es auch. Und es ist alles aus der Sicht der Protagonistin geschildert und was das mit ihr macht. Und es taucht eben ein Video auf. Und also das Ganze wurde auch noch festgehalten. Und es ist unheimlich schlimm zu lesen. Es ist unheimlich schockierend und der Schreibstil ist auch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Es ist sehr abgehackt geschrieben, ne? Also sehr, sehr, sagt man, stokkartischer Schreibstil, ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr abgehackt geschrieben. Deswegen stellt sich da auch nicht so richtig ein Lesefluss ein, aber es ist wirklich, wirklich sehr schockierend, sehr mitnehmend. Also es ist auch ein Buch, da muss man wirklich sich die Zeit nehmen, sich auch mit dem Thema dann auseinanderzusetzen und auch mit den Gefühlen der Protagonistin. Keine leichte Lektüre, genauso wenig wie das hier. Also es sind wirklich Bücher. Da muss man in der Mut sein, auch wirklich geschockt zu werden und ja, mitzufühlen. Und sind aber auf jeden Fall auch Empfehlungen von mir, weil, wie gesagt, es ist super interessant. Es ist super interessant, auch diesen Perspektivenwechsel zu bekommen. Und das ist ja durch Bücher auch möglich. Und deswegen schätze ich das sowieso sehr. Ja, also sehr schockierende Bücher, aber sehr große Empfehlungen. Dann machen wir jetzt noch eine letzte Kategorie, damit das Video nicht ultra lang wird. Und zwar, muss ich einmal kurz nachschauen, ich habe ja alles immer auf meinem Tablet immer stehen. Und zwar war das, das habe ich irgendwo, ja, ein Buch, das du für die Uni lesen musstest, dir aber richtig gut gefallen hat. Und da kann ich euch ehrlich gesagt tausende Bücher zeigen. Nicht tausend, ist natürlich jetzt Übertreibung, aber ich habe schon ein paar Bücher zeigen, die ich für die Uni lesen musste und die mir richtig gut gefallen haben, weil es kommt tatsächlich nicht selten vor. Man muss ja nicht, es ist nicht wie in der Schule, weil man entscheidet sich ja auch für seinen Studiengang und man hat ja auch irgendwo Spaß am Lesen, deswegen habe ich auch schon super viele Bücher in der Uni gelesen, die mir richtig, richtig gut gefallen haben. Aber besonders in Amerika habe ich ja sehr interessante Seminare gehabt und sehr interessante Bücher gelesen. Und da habe ich Against the Loveless World gelesen. Das hätte ich mir so, glaube ich, nie gekauft, weil es auch sehr teuer war.
Aber Mensch, dass ich das Thema auch einfach nicht angesprochen hätte. Es geht um den Konflikt in Israel und Palästina. Und ja, das ist jetzt kein Thema, wo ich sagen würde, ja, dazu greife ich. Ich möchte mich jetzt mit Krieg und allem drumherum beschäftigen. Natürlich nicht. Ist ja auch, das Buch hat mich auch schockiert. Öfter als einmal und auch eigentlich alle Bücher aus dem Seminar haben mich öfter als einmal schockiert. Also man kann es auch zu der vorherigen Kategorie zählen. Natürlich schockieren einen die Bücher. Und hier bekommt man auch einfach einen Perspektivenwechsel. Man bekommt eine Perspektive, die ich habe das Privileg, so etwas noch nie erlebt haben zu müssen. Und so kann man das Ganze aber etwas besser nachvollziehen. Und es ist wirklich ein unheimlich gutes, emotionales Buch auch gewesen. Auch hier musste ich anfangen zu flennen. Es ging eigentlich gar nicht anders. Ich glaube, alle bei uns im Seminar haben auch am Ende gesagt, dass wir dem Buch weinen mussten. Und auch bei den anderen, die wir gelesen haben, weil die einfach so mitreißend waren. Die sind so gut geschrieben. Die Story ist so gut gemacht. Und ey, kann ich wirklich nur empfehlen. Auch wenn es ein Buch vom Thema her vielleicht ist, wo man vielleicht auch eher abgeschreckt ist und sagt, möchte ich das jetzt wirklich lesen? Möchte ich mir das wirklich antun? Macht es auf jeden Fall auch wie bei den vorherigen Büchern. Bücher, die einen schockieren, die ja, Themen aufbringen, die vielleicht nicht jedes Buch sich auch traut zu behandeln. Also nicht jeder Autor, jede Autorin. Super gut, super toll. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, wie auch Sold Houses zum Beispiel, was ich für die Uni lesen musste. Oder jetzt auch, was ich gerade lese von Abdulrazak Gurnah. Also Paradise und Gravel Heart. Das sind alles so, so gute Bücher, die ich nur durch die Uni entdeckt habe. Und da freue ich mich natürlich auch immer voll drüber, weil so bekommt man nochmal eine ganz andere Perspektive. Und ja, kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen. So, damit sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Es ist jetzt auch etwas länger geworden, deswegen habe ich zwei, drei Kategorien das einmal gecuttet. Aber ich werde auf jeden Fall noch einen zweiten Teil davon drehen, weil ihr mir so viele Sachen geschrieben habt. Und wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, was ihr im nächsten Teil sehen wollen würdet, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Weil ich habe wirklich noch so viel. Ich habe meine komplette Liste geschrieben mit allen Sachen, die ihr gesagt habt und habe mir dazu ein Buch aufgeschrieben. Und ja, also es wird auf jeden Fall noch zwei Videos oder vielleicht sogar noch mehr, aber jetzt nicht in nächster Zeit. Also es wird jetzt nicht nur solche Videos geben, aber ich werde auf jeden Fall noch ein paar Teile hiervon drehen, um alle Fragen von, beziehungsweise alle Vorschläge von euch auch abzudecken. Und ja, ich hoffe, ihr habt jetzt noch einen wunderschönen restlichen Sonntag und ihr konntet vielleicht die eine oder andere Buchempfehlung auch mitnehmen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!